Hallo! Hallo Kinder! Hey! Schön, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir miteinander Andacht feiern. Auch wenn das ja ein bisschen anders ist als sonst zusammen. Guck mal, heute sind wir wieder in eurer Turnhalle im Jobster Kindergarten. Und wir wollen heute wieder eine Geschichte hören. Und wir wollen was singen und zusammen beten. Klasse, dass ihr da seid. Ja, hallo Paul. Hallo Kinder. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen unsere Andacht auch wieder zusammen beginnen, so wie wir das immer machen. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, der uns schützt wie ein Dach über dem Kopf, der uns trägt wie fester Boden unter den Füßen und der uns nah ist wie liebe Menschen. Amen. Hey, erinnert ihr euch noch an die letzte Geschichte? Die mit dem lustigen Lied von der Hosen-Anna? Hey, ich habe das den ganzen Tag noch gesungen. Hosianna, Hosianna. Und ich fand es ja so toll, auf dem Esel zu reiten. Und die Geschichte, wie Jesus auf dem Esel in Jerusalem eingeritten ist. Und wie die Leute ihm zugejubelt haben. Und immer wieder Hosianna gerufen haben. Mensch, die haben ja sogar ihre Mäntel hingelegt. So haben die sich gefreut. Wisst ihr noch? Jesus als der andere König. Der König für die kleinen Leute. Der König, der Frieden bringt. Und deshalb kam er ja auch auf einem Esel geritten. Weil ein Esel ein ganz friedliebendes Tier ist. Kein Tier für den Krieg wie ein Pferd. Das war eine tolle Geschichte. Und die Menschen haben sich damals so gefreut. Auch die Freunde von Jesus. Sie haben gedacht, das wird jetzt eine ganz tolle Woche in Jerusalem. Naja, aber am Schluss hieß es ja, dass die Woche irgendwie anders weitergeht. Ich bin echt schon gespannt, wie diese Geschichte weitergeht. Ihr auch? Und erinnert ihr euch noch an die Geschichte, die wir das allererste Mal gehört haben? Wie Jesus mit seinen Freunden zusammen gefeiert hat? Da waren sie ja dann schon in Jerusalem. Und an dem Abend haben sie sich getroffen und haben miteinander ein Fest gefeiert. Guckt nochmal, hier unser Tisch. Mensch, wie schön der gedeckt ist und geschmückt. Richtig festlich. Und in der Mitte ein Brot. Erinnert ihr euch? Das Brot gegen die Angst. Jesus hat dieses Brot ja genommen und hat es geteilt und hat es seinen Freunden gegeben. Aber dann hat er auch so seltsame Sachen dazu gesagt, dass er nicht mehr lange bei ihnen ist. Und dass sie immer, wenn sie Brot teilen, daran denken sollen. Auch wenn man ihn nicht mehr sehen kann, ist Jesus immer bei uns. Besonders dann, wenn wir Angst haben. Deshalb ein Brot gegen die Angst. Ja, das war am Donnerstag in dieser besonderen Woche. Heute, das habe ich auch schon gelernt, nennen wir diesen Tag Gründonnerstag, hat aber nichts mit Grün zu tun, sondern damit, wie die Geschichte weiterging. Grün kommt nämlich von so einem alten Wort, greinen. Das ist ein ganz altes Wort für weinen. Weinen? Eigentlich hören wir doch gerade von einem Fest und vom Brotteilen. Wieso weinen? Also, ich bin jetzt echt mal gespannt, wie die Geschichte weitergeht von Jesus und seinen Freunden und dieser ganz besonderen Woche. Ihr auch? Ja, dieser Abend, der ging ganz anders weiter, als die Freunde von Jesus sich das gewünscht haben.
begann damit, dass einer von den Zwölfen wegging. Judas. Judas war von Jesus enttäuscht. Er hatte gedacht, dass Jesus jetzt endlich als machtvoller König alles ändern würde. Und so hat Judas beschlossen, Jesus zu verraten. Er ging zu den Obersten und bot ihnen an, ihnen zu zeigen, wo Jesus ist und wie sie ihn möglichst unauffällig gefangen nehmen können. Nach dem Essen sagt Jesus zu seinen Freunden, ich möchte gerne rausgehen, rüber in den Garten Gethsemane. Dort waren sie schon öfter gewesen, ein schöner Garten. Aber an diesem Abend war es anders. Es war schon dunkel. Und dunkel war es auch in Jesus. Zusammen mit seinen drei Freunden ging er in den Garten. Bleibt ihr hier, sagt Jesus. Bleibt hier und bleibt wach. Ich möchte ein wenig abseits gehen und beten. Zu meinem Vater im Himmel. Bleibt ihr so lang wach, bis ich wiederkomme. Und so ging Jesus an einen abgelegenen Ort. Und er betete zu Gott. Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, dein Wille soll geschehen. Jesus hatte Angst vor dem, was da auf ihn zukommt. Er hatte so große Angst, dass diese Angst wie ein großer, schwerer Stein auf ihm lastete. Als Jesus zu seinen Freunden zurückging, waren sie eingeschlafen. Könnt ihr denn nicht einmal mit mir wach bleiben und mich unterstützen? Bleibt wach, betet mit mir und für mich. Und noch einmal ging Jesus an diesen abgelegenen Ort. Er hatte so große Angst, dass er zitterte und schwitzte. Wie würde dieser Tag weitergehen? Was würde noch alles passieren? Hilf mir, Vater, so betete Jesus immer wieder. Und plötzlich war da ein Engel. Ein Bote von Gott, der Jesus seine Hände auf den Rücken legte und ihn stärkte, ihm Mut gab. Vielleicht hast du jetzt zu Hause auch jemanden neben dir sitzen. Dann lass dir doch mal die Hände auf den Rücken legen. Spür mal, wie das ist, wenn jemand da ist, der dich lieb hat. Wenn jemand da ist, der sagt, ich helfe dir. Ich gebe dir neue Kraft und neuen Mut. So wie der Engel Jesus gestärkt hat, so will Gott bei uns sein, wenn wir Angst haben und uns den Rücken stärken. Darum dürfen wir ihn immer wieder bitten. Und das wollen wir jetzt tun mit einem Lied, das ihr vielleicht kennt. Halte zu mir, guter Gott, heute den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag.
Halte zu mir, guter Gott. Wenn ihr das Lied kennt, dann singt doch einfach mit. Halte zu mir, guter Gott, heute den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Halte zu mir, guter Gott, heute den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Du bist jederzeit bei mir. Ich, wenn ich leise bin, dich in meiner Nähe. Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Gibt es Ärger oder Streit und noch mehr Verdruss, weiß ich doch, du bist nicht weit. Wenn ich weinen muss, halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. Mit neuer Kraft, gestärkt von dem Engel, ging Jesus zurück zu seinen Freunden. Und wieder waren sie eingeschlafen. Wacht auf, sagt Jesus. Wacht auf. Die Zeit ist gekommen. Seht, da hinten, da kommt er schon, der mich verrät. Und tatsächlich, da kam Judas. Und mit ihm eine Gruppe Soldaten mit Schwertern. Judas ging auf Jesus zu und gab ihm einen Kuss zur Begrüßung. Das war das ausgemachte Zeichen mit den Soldaten. Der, dem ich einen Begrüßungskuss gebe, der ist Jesus. Und schon kamen die Soldaten und nahmen Jesus gefangen. Die Freunde von Jesus waren so erschrocken und sie bekamen Angst. Was, wenn auch sie gefangen genommen werden? Und so sind sie ganz schnell weggelaufen und haben sich versteckt. Jesus aber wurde gefesselt und von den Soldaten weggebracht in das Haus des hohen Priesters. Dort wollten sie ihn anklagen. An diesem Abend haben sie Jesus geschlagen, verhöhnt und verspottet und am Ende zum Tod verurteilt. Schon am nächsten Morgen sollte er ans Kreuz gehängt werden. Jetzt ist dieser nächste Morgen, der Freitag, und die Soldaten treiben Jesus aus der Stadt heraus auf dem Weg Richtung zum Berg Golgatha. Dort soll er am Kreuz sterben. Es ist ein schwerer Weg, den Jesus jetzt gehen muss. Und sein Kreuz muss er selber tragen. Auf dem Kopf trägt
trägt Jesus eine Krone. Eine Krone aus Dornen. Die haben sie ihm aufgesetzt und ihn verspottet. Du willst ein König sein, also kriegst du eine Krone. Die Dornen sind spitz. Sie stechen Jesus. Es tut weh. Viele Menschen sind an diesem Tag gekommen, um zuzuschauen. Die Menschen, die noch am Anfang der Woche gejubelt hatten, als Jesus nach Jerusalem kam. Jetzt lachen sie ihn aus, wie er da geht und sein Kreuz trägt. Nicht alle lachen. Ganz versteckt sind seine Freunde mit dabei. Seine Mutter. So gern würden sie ihm helfen. Sie können nicht. Sie können nur mit ihm mitgehen und mitleiden. Als Jesus mit seinem Kreuz stolpert und es kaum noch tragen kann, rufen die Soldaten einen Mann, der an der Seite steht. Es ist Simon, Simon aus Kyrene. Hey du, nimm das Kreuz von dem Kerl hier und trag es ein Stück, damit wir vorankommen. Simon hat Mitleid mit Jesus. Er nimmt das Kreuz und trägt es für ihn. Einer, der ihm hilft. Schließlich sind sie auf dem Berg angekommen. Die Soldaten reißen Jesus die Kleider vom Leib und dann schlagen sie ihn ans Kreuz. Die Menschen stehen dabei und schauen zu, manche lachen noch. Andere spüren, dass hier etwas ganz Schreckliches passiert. Jesus schaut sie an und betet zu Gott. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Irgendwann sind Jesu Kräfte am Ende. Noch einmal bäumt er sich auf und ruft: Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Dann neigt Jesus seinen Kopf zur Seite und stirbt. Oh Mann, das war ja eine traurige Geschichte. Und guckt euch mal diese Krone an. Au, die ist richtig scharf und spitz, das piekst. Und sowas haben die Jesus auf dem Kopf gesetzt? Ich bin richtig traurig. Du, geht die Geschichte wirklich so schlimm aus? Ja, Paul, an diesem Tag waren die Freunde von Jesus und viele andere sehr traurig. Jesus ist gestorben, dort am Kreuz. Aber zum Glück ist die Geschichte noch nicht zu Ende. Das konnten nur die Freunde von Jesus noch nicht wissen. Ihnen war genauso schwer ums Herz wie Jesus dort im Garten Gethsemane.
Sie haben gedacht, jetzt ist alles vorbei. Jesus wurde vom Kreuz runtergenommen. Die Freunde durften ihn in ein Grab legen. Das Grab, das war damals eine Höhle in einem Felsen. Und diese Höhle, die hat man mit einem großen, schweren Stein verschlossen. Als der Stein vor den Eingang des Grabes gewälzt war und die Freunde von Jesus wieder nach Hause gehen mussten, da dachten sie, jetzt ist alles vorbei. 3 Tage hat es gedauert. Aber dann ist etwas ganz Wunderbares passiert. Aber davon erzähle ich euch das nächste Mal. Weißt du, Paul, heute können wir ja in das Vaterunser, das wir jetzt miteinander beten wollen, all die Menschen mit hineinnehmen, an die wir denken, denen es vielleicht auch gerade nicht gut geht, die traurig sind oder ängstlich. Und so wollen wir miteinander und füreinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und so behüte euch und uns alle der barmherzige und menschenfreundliche Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Liebe Kinder, das war heute eine bisschen andere Andacht. Ganz schön traurig am Schluss. Aber wir haben ja gehört, das geht noch weiter. Ich bin sehr gespannt, was da noch passiert ist. Bis dahin, bleibt gesund und zu Hause und alles Gute. Tschüss.